Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, seit 70 Jahren gibt es die Woche der Brüderlichkeit in Deutschland. In den vergangenen 70 Jahren wurde so der Dialog zwischen der christlichen und der jüdischen Glaubensgemeinschaft gestärkt und das Zusammenleben auch wieder neu zelebriert. Das war gerade nach dem Zweiten Weltkrieg und den Gräueltaten der Nazis auch ganz dringend notwendig. Und ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr in Augsburg wieder ein umfassendes Programm zur Woche der Brüderlichkeit haben. Und ich möchte mich auch ganz zu Beginn bei allen bedanken, die bei dieser Programmgestaltung auch mitwirken und die diese Woche der Brüderlichkeit überhaupt auch möglich gemacht haben. Dass wir Antisemitismus in Deutschland nicht überwunden haben, das können wir zurzeit auch fast jeden Tag erleben, wenn man sich durch Twitter, Facebook und Co. klickt. Gerade die Corona-Pandemie hat uns da wirklich auch noch mal vor Augen scheinen lassen, wie sehr manchmal auch die Fronten verhärtet sind, was für schlimme Diskussionen stattfinden und die Vergleiche, die wir gerade auch bei den Anti-Corona-Demonstrationen feststellen, nämlich dass NS-Zeitvergleiche gezogen werden oder dass Ungeimpfte mit Holocaust-Maßnahmen verglichen werden. Das finde ich ehrlich gesagt persönlich unerträglich und ich finde auch, dass diese Vergleiche einfach komplett deplatziert sind. Aber daran merkt man eben, dass wir alle ganz aktiv jeden Tag daran arbeiten müssen, dass wir Toleranz, Frieden und Solidarität auch in unserer Stadt leben. Unter dem Motto in diesem Jahr Fair Play war ja das auch ein ganz wichtiges Thema, dass wir eben uns alle einbringen müssen in unserem Zusammenleben und in dem, wie wir auch unsere Stadtfamilie gestalten wollen. Ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Jahr die Woche der Brüderlichkeit wieder in Live und in Farbe miteinander begehen können, dass wir die Corona-Pandemie dann hinter uns lassen, weil ich glaube, dass gerade nach dem wann auch immer verkündeten offiziellen Ende der Pandemie es ganz wichtig sein wird, dass wir miteinander in Austausch treten und miteinander auch darum ringen, was uns wichtig ist und eine gute Diskussionskultur wieder in unserer Stadt etablieren. Vielen Dank. Fair Play. Erwartet nicht jeder uns, fair und gerecht behandelt zu werden? Gerade in den letzten zwei Jahren, die sehr stark von der Pandemie geprägt waren, ist dieser Anspruch sogar gestiegen. Unfaires Verhalten bedeutet immer Verletzung auf körperlicher oder seelischer Ebene. Und trotz dieses gestiegenen Anspruchs auf Fair Play ist in den letzten beiden Jahren das unfaire Verhalten, wie zum Beispiel Hate Speech oder Antisemitismus, sogar gestiegen. Und deshalb lautet das Motto der Woche der Brüderlichkeit Fair Play, jeder Mensch zählt. Mit diesem Motto will die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Augsburg und Schwaben einen vielleicht ungewöhnlichen Impuls setzen. Das Motto Fair Play assoziiert nicht zufällig das Thema Sport. Fair Play ist die Haltung der Sportler gegenüber den Gegnern im Wettstreit. Das sportliche Gegenüber wird partnerschaftlich wahrgenommen. Dabei ist die Würde des Gegners selbst im härtesten Wettstreit immer zu achten und schließt körperliche und seelische Verletzung aus. Unser Motto will ganz besonders in den Fokus rücken, dass sich Fußballclubs engagieren gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder religiösen Zugehörigkeit. Dass Fair Play, also der respektvolle Umgang, für das jüdisch-christliche Gespräch von Bedeutung ist, zeigt in sehr vorbildlicher Weise der Fußballclub Eintracht Frankfurt. Er hat eine große jüdische Tradition, denn jüdische Frankfurter waren bei der Gründung des Vereins beteiligt. Deshalb will Vereinspräsident Peter Fischer heute ein starkes Zeichen gegen Antisemitismus setzen, insbesondere mit der Übernahme der Arbeitsdefinition Antisemitismus, die sogenannte IHRA-Definition. Diese bedeutet nicht nur die Sanktionierung von antisemitischem Verhalten auf dem Fußballplatz, sondern auch die Aufarbeitung der Vergangenheit, zum Beispiel mit Spurensucheprojekten. Denn ehemalige jüdische Mitglieder wurden im Naziregime schon ausgeschlossen vom Fußballclubs, bevor ganz offiziell dies von den Nazis verordnet wurde. Sport kann Menschen sowohl gegeneinander aufbringen, aber auch zusammenführen oder sogar versöhnen.
Fußball ist die beliebteste Sportart in Deutschland und hat deshalb einen großen Einfluss auf die Gesellschaft. Deshalb ist das Engagement des Fußballclubs Eintracht Frankfurt für Antisemitismusprävention so wichtig. Die klare Sanktionierung von Antisemitismus kann eine breite, unübersehbare Signalwirkung haben. Denn was im Sport gilt, gilt umso mehr in der Gesellschaft. Liebe Freundinnen und Freunde der christlich-jüdischen Zusammenarbeit, liebe Veranstalter, liebe Teilnehmende, Fair Play ist das Motto der diesjährigen Woche der Brüderlichkeit. Wenn wir im Lexikon nachschlagen, wird klar, dass diese Verbindung zum ersten Mal auf den Dichter Shakespeare zurückgeht, Fair Play. Dabei ist die Sache sicher so alt wie die ersten Hochkulturen. Ein Verhaltenskodex, der dem entspricht, was wir heute unter Fair Play verstehen, entstand schon im europäischen Mittelalter und ist mit dem Begriff der Ritterlichkeit verknüpft. Beim Turnier oder im Umgang mit Damen sich an gesellschaftliche Regeln halten und wissen, dass sich dies und jenes bei Hofe geziemt, was Höflichkeit ausmacht, das alles musste gelernt werden und konnte, wir wissen das bis heute, auch immer wieder missachtet werden. Menschen geben sich Regeln und setzen sich Grenzen, innerhalb derer jeder und jede die größtmögliche Bewegungsfreiheit und den zum Leben notwendigen Entfaltungsreichtum hat, so weit, so gut. Diese Lebensmaxime, davon bin ich überzeugt, lässt sich allerdings nur umsetzen, wenn der letzte Halt nicht im Zwischenmenschlichen, sondern in der Beziehung zu einem personalen Gott gesucht und gefunden wird. Menschen, die konsequent nach der goldenen Regel leben, fallen auf, gerade heute in dieser Zeit. Denn im Umgang mit ihnen wird spürbar, was Sie, liebe Mitglieder der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, dem englischen Leitwort hinzugefügt haben. Fair Play und jeder Mensch zählt. So zu leben, dass meine Freiheit dort endet, wo ich der Freiheit des anderen Raum gebe, das ist besonders während der gegenwärtigen Pandemie ein Ausdruck von Demut, Selbstdisziplin und Dankbarkeit. Demut gegenüber dem Geheimnis des Mitmenschen, der ebenso Geschöpf Gottes ist wie ich, Selbstdisziplin, weil sie mich erst gemeinschaftsfähig macht und Dankbarkeit, die mich trotz aller Individualität nicht zum Einzelkämpfer, zum Solitär werden lässt, sondern zu einem Menschen formt, der nur in Beziehung und Austausch zu seiner eigentlichen Bestimmung kommt. Meine lieben Freunde, hoffen wir, dass diese Woche der Brüderlichkeit viele Menschen guten Willens gestärkt hat und sie eine Ahnung davon bekommen haben, dass im Englischen fair neben der Gerechtigkeit auch die Schönheit ins Spiel kommen lässt. Ethik und Ästhetik haben denselben Ursprung. Das können wir uns immer dann bewusst machen, wenn einer der beiden Aspekte ins Hintertreffen zu geraten droht. Also, Fair Play, nicht nur heute, sondern im Alltag. Am 6. März 2022 wurde eine Persönlichkeit sowie ein Verband mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet, die in besonderer Weise mit ihrer Arbeit für Fair Play eintreten. Peter Fischer, Eintracht Frankfurt, ein Präsident mit Haltung, und Maccabi Deutschland e.V., ein Verein kämpft gegen Antisemitismus und für das Verbindende im Sport. Beide Ausgezeichneten verbindet der Fußball in besonderer Weise und damit natürlich auch das Thema Fair Play. Was nun ist so wichtig an Fair Play? Sportpsychologen der Universität Halle untersuchten, wovon faires Verhalten auf dem Spielfeld abhängt. Sie befragten 117 Fußballer aus Vereinen in Sachsen-Anhalt. Die Fußballer äußerten sich darin über ihre Bereitschaft zu unfairen Aktionen wie Fouls oder Schwalben oder auch zu fairen Gesten. Gleichzeitig prüften die Forscher die Statistik der Kicker auf gelbe, gelb-rote und rote Karten. Resultat:
Fußballspieler mit hoher Bereitschaft zur Fairness bekamen ähnlich viele Karten wie die, für die Fairness keine große Rolle spielt. Es ist also offenbar nicht so, dass die Menschen, die sich fair verhalten wollen, das dann auch tatsächlich tun. Und viele Spieler, die eine Diskrepanz zwischen der eigenen Wahrnehmung und den roten Karten gesehen haben, die haben das auf die Fehlentscheidung von Schiedsrichtern geschoben. Für mich zeigt sich auch hier, was für ein Fair Play im Umgang mit Menschen gilt, selbstverständlich nicht nur im Fußball. Nämlich erstens, es muss klare Regeln geben und es muss klar definiert sein, wo sind die Grenzen zu einem fairen Miteinander, wo sind sie erreicht und wo sind sie überschritten. Auch die verbale Fairness. Wo ist also eine Meinungsäußerung gedeckt durch die Meinungsfreiheit? Und wo verletzen Worte? Wo bedrohen sie? Wo drohen sie sogar zu Taten zu werden? Unsere jüdischen Mitgeschwister erleben diese Grenzüberschreitungen, Politikerinnen und Politiker, auch Journalisten und viele andere Menschen. Zweitens, Gesetze und Regeln müssen immer wieder begründet und argumentativ verteidigt werden. Manchmal auch wieder und wieder, auch wenn wir schon längst müde geworden sind, zu erklären. Und Gesetze und Regeln müssen selbstverständlich für alle gleichermaßen gelten. Angst vor Strafe mag zum Fairplay helfen, aber die Einsicht ist allemal wichtiger. Und drittens, Fairplay hat für mich ursprünglich auch mit einem Menschenbild und Gottesbild zu tun. Wo Menschen für sich erleben können, dass sie einzigartige und geliebte Kinder Gottes sind, für die das verinnerlicht ist, die werden auch in dem Gegenüber einen einzigartigen und geliebten Menschen sehen, ein geliebtes Kind Gottes. Und dann wird diese geliebte Einzigkeit dazu führen, dass man den Menschen auch sein Gegenüber so behandelt, nämlich fair und gleichberechtigt. Sehr verehrte Zuschauer, mein Name ist Vitali Levin. Ich bin der neue Vizepräsident der israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg. Im Namen von Herrn Mazzo darf ich Ihnen seine herzliche Grüße übermitteln. Und er bedauerte sehr, dass er heute leider nicht anwesend sein kann. Das diesjährige Thema Fair Play, jeder Mensch zählt, ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Aber was bedeutet eigentlich Fair Play? Fair Play ist hauptsächlich bekannt durch den Sport und bedeutet im Grunde genommen einen partnerschaftlichen Umgang mit seinen Gegenüber, Chancengleichheit, sich keinen Vorteil zu verschaffen und auch Haltung zu bewahren, zum Beispiel bei einer Diskussion, wenn man vielleicht im Unrecht ist, genauso auch, wenn man eventuell im Recht ist. Fair Play ist also letztendlich die Art zu denken und nicht nur ausschließlich der Art unseres Verhaltens. Das alles muss schon von klein auf geübt werden. Denn jeder weiß, dass man sehr schnell einmal die Geduld verliert, wenn man bei einem gemeinsamen Spiel nicht auf der Gewinnerstraße ist. Ehrgeiz, also das Streben nach der Erfüllung des eigenen Nutzens, ist im Charakter jedes Menschen verankert und muss so gelenkt werden, dass kein anderer zu Schaden kommt, egal ob mental oder körperlich. Respekt und Verständnis des Gegenübers sollte das oberste Ziel der Menschheit sein. Denn ein moralisches Lernen erfordert ein ständiges Lernen und Weiterentwickeln der eigenen Persönlichkeit. Nur so ist ein friedvolles und harmonisches Miteinander möglich und alle Seiten können voneinander profitieren. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmer der Schlussfeier anlässlich der Woche der Brüderlichkeit. Gerne hätte ich Sie persönlich getroffen, Ihnen die Arbeit von Maccabi und seiner Verantwortung und Motivation präsentiert. Gerne hätte ich Sie kennengelernt und wäre mit Ihnen sicher in einen sehr interessanten Austausch gekommen. Dies ist nun leider nicht möglich. Ich möchte aber dennoch ein paar wenige Worte an Sie richten. Was hat Maccabi mit der Woche der Brüderlichkeit zu tun? Maccabi Deutschland ist der deutsch-jüdische Sportdachverband mit der Kernaufgabe, die deutsch-jüdische Nationalkader in verschiedenen Sportarten zu nominieren und sie zu den internationalen Meisterschaften Maccabiah und European Maccabi Games zu entsenden.
Darüber hinaus hat Maccabi Deutschland in den letzten Jahren eigene nationale Events organisiert, so zum Beispiel die Maccabi Deutschland Junior Games 2018 in München oder die deutschen Maccabiaden 2016 in Duisburg und 2021 in Düsseldorf. Unsere Ortsvereine haben zu einem großen Anteil nicht-jüdische Sportlerinnen und Sportler in ihren Reihen. Christliche, muslimische, atheistische, jede und jeder ist willkommen. Vielleicht ist es Ihnen nicht entgangen, dass unser Verband Maccabi Deutschland ganz frisch gemeinsam mit Eintracht Frankfurt-Präsident Peter Fischer vom Deutschen Koordinierungsrat mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet wurde. Eine Anerkennung für unser Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus. Diese Aufgabe empfinden wir als unsere Verantwortung, aber auch als Herzensangelegenheit. Brüderlichkeit, das leben wir in unseren Vereinen Tag für Tag. Wir bezeichnen uns gerne als eine große Maccabi-Familie, denn eines muss an dieser Stelle leider gesagt sein. Maccabi-Vereine sind zwar Breitensportvereine wie andere auch, aber dennoch kämpfen wir regelmäßig in manchen Sportarten sogar fast alltäglich mit massiven Anfeindungen. Dabei spielt es nicht einmal eine Rolle, ob die oder derjenige tatsächlich jüdisch ist. Es ist ganz bestimmt nicht selbstverständlich, sich diesen Anfeindungen auszusetzen, möglicherweise auch manchmal Angst zu haben, in gewisser Weise auch vorsichtig zu sein. Diesen Weg mitzugehen bedarf ein hohes Maß an Solidarität, Teamgeist und Motivation. Zunächst aber Interesse. Denn auch jüdische Werte und Traditionen werden in unseren Vereinen großgeschrieben. Für einige jüdische Mitglieder ist Maccabi die einzige Verbindung zum Judentum. Und für Nichtjuden ist es die Gelegenheit, Neues zu erfahren und mitzuerleben. Demokratische Werte wie Respekt und Toleranz sind die Grundpfeiler unserer Vereinsarbeit. Und damit komme ich zu einem weiteren, wenn auch noch recht jungen Standbein der Arbeit von Maccabi Deutschland, die Präventions- und Bildungsarbeit. Seit 2020 ist unser Verband Teil des vom Bundesfamilienministerium geförderten Programms Demokratie leben, mit unserem Projekt Zusammen eins für das, was uns verbindet. Unser wissenschaftliches Team erarbeitet Konzepte, die beispielsweise Vorträge, Workshops und pädagogische Trainings beinhalten. Das Ziel ist es, alle Akteure des Sports, angefangen von den Sporttreibenden über Trainer, Schiedsrichter, Fangruppen bis hin zu Vereinen und Verbänden zu erreichen, sie zu sensibilisieren, auszubilden und sie zu Botschaftern zu machen. Seit gut einem Jahr wird an diesem Projekt gearbeitet und die Resonanz ist überwältigend. Schon jetzt zählen wir beispielsweise den Deutschen Fußballbund und die Deutsche Fußballliga zu festen Partnern. Bundesliga, aber auch kleine Ortsteilvereine kommen auf uns zu und machen mit. Vorwiegend im Jugendbereich machen wir die Erfahrung, dass Vorurteile stark an Wissenslücken geknüpft sind. Die gilt es natürlich dringend zu schließen. Brücken bauen, sensibilisieren, stark machen. Auch unsere Ortsvereine leisten wichtige Präventionsarbeit. Als Vorsitzender des TSV Maccabi Nürnberg bin ich stolz über die einmalige Kooperation mit dem Traditionsverein 1. FC Nürnberg. Mit unserem gemeinsamen Projekt, dem Jena-Konrad Cup, möchten wir nicht nur den Fokus auf die Vergangenheit setzen, sondern verknüpfen geschichtliches Wissen mit einem Fußballturnier, bei dem sich unterschiedliche Schülerinnen und Schüler auf dem Sportplatz treffen. Frei nach dem Motto: Fußball trifft auf Geschichte. Jahr für Jahr erreichen wir dadurch ca. 500 Schülerinnen und Schüler. Je mehr Menschen, egal ob im Sport oder in anderen Bereichen, sich zueinander bekennen, umso größer wird doch auch die Reichweite derer, die etwas in unserer Gesellschaft bewirken können. Brüderlichkeit sollten wir daher nicht als Ist-Zustand wahrnehmen, sondern als fortwährendes Ziel definieren. Mein Appell an Sie lautet daher: Seien Sie nicht still. Interessieren Sie sich auch für Ihren Nachbarn, für jemanden, der alleine oder ausgeschlossen ist. Übernehmen Sie Verantwortung, wenn jemand aufgrund seiner Religion, Hautfarbe, Herkunft oder Sexualität angegriffen oder diskriminiert wird. Seien Sie da, wenn Hilfe benötigt wird. Maccabi steht dafür, seine Zuversicht nicht zu verlieren. Als eine große Maccabi-Familie zeigen wir, dass ein harmonisches Miteinander funktionieren kann. Nämlich dann, wenn jede und jeder seinen Platz erhält. In unseren Vereinen und in unserer Gesellschaft. Getreu nach dem Motto: Fairplay, jeder Mensch zählt, überall. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und Maccabi High!